see the world and just show them what it really means to live life golden. Yeah, we're golden, baby girl, we're golden. Fuck, mein Mic war irgendwie nur gemutet, let's fucking go. Jungs! Jungs, holy shit. Let's fucking do this. Wieso haben wir uns heute da versammelt? Absolut grundlos. Special Events. Heute haben wir keine Lags. Es wird fucking normal. Ich muss mal kurz den Chat testen. Test. Das Event des Jahres. Actually, es hat das Potenzial, das zu werden. Die E3 läuft jetzt seit 3 Tagen, glaube ich. Immer bis jetzt eigentlich, also ich habe mir keine ganze Präsentation von der E3 angeschaut, weil mich das halt generell nicht so interessiert. Ich bin halt einfach nur so der Typ, was irgendwie die Direct anschaut und restreamt. Aber ich habe mir zuerst vor so 20 Minuten irgendwie den Forza Horizon 5 Trailer angeschaut. Und ja, so Forza ist halt nur am ehesten irgendwie das Game, was ich mir halt holen mechert, was jetzt nicht von Nintendo ist. Weil ich finde halt Forza ist ein ziemlich, ist ein gutes Game meiner Meinung nach. Und mir hat es jetzt auch ziemlich gut gefallen mit der Location von Mexiko und shit und da so allem. Wir müssen dann in irgendeinem zukünftigen Stream nur das Lenkrad auspacken. Das habe ich jetzt irgendwie seit Mittwoch schon da. Perfekt, Bro, danke, dass du das in meinen Chat schreibst. Also wirklich, dieser Stream ist so einfach der beschissenste, wo du irgendwie die Direct schauen kannst. Bro. Ich hab jetzt da irgendwie den E3 Twitch Stream offen. Wir werden jetzt den Stream nicht da schauen. Wir werden einfach normal die Direct auf YouTube schauen von Nintendo of America. Weil halt die deutschen Trailer, was abgeladen werden, immer verbuggt sind. Apparently, und also die deutschen Directs. Ja, deswegen schauen wir den englischen Trailer. Allgemein, ich glaube trotzdem sowieso lieber den englischen schauen. Es gibt einen Nintendo Twitch Stream. Jungs! Und da haben wir den Super Nintendo Chat, das ist auch ein Grund. 40 Minuten Content. Das kann schmackhaft werden. Was? Europi? What the fuck? Europi? Was ist mit dir? Meine Erwartungen für die Direct, über das kann ich auch noch schnell reden. Ich habe eigentlich keine Erwartungen, so gesagt. Weil das sagt man immer so, ich habe keine Erwartungen und dann raste ich mal so komplett aus, wenn kein Trash kommt. Aber so, ich habe actually keine Erwartungen. Ich habe für mich persönlich gesagt, ich bin schon, die Direct ist für mich schon gerettet, wenn irgendwie News zu BOTW 2 kommen. Ja, und sonst bin ich einfach schon happy, dass ich überhaupt so Direct kommt. Odyssey Update. DLC wird heute zu 100% keiner kommen. Wenn die jetzt wirklich Odyssey 2 anteasen, dann bin ich einfach dead. Das wäre unnormal, wenn die jetzt einfach mal Odyssey 2 droppen, aber... Also man denkt sich immer so, es ist die E3 und die müssen irgendwie guten Shit droppen, aber so... Die kann da wie letztes Jahr zu der E3 irgendwie auch einfach... Das komische Bakugan-Game, was da gedroppt haben. Actually, ich weiß nicht mehr, ob ich den Stuhl so auf... Ja gut, ich konnte actually damit hupfen. Ja, die werden sowieso wieder irgendein Japaner Games droppen. Japanische Games, ist ja normal, oder? Damit muss man halt bei Nintendo leben. Ich wollte mich einfach nicht auf die Direct hypen, aber jetzt bin ich halt echt wieder gehypt und ich weiß einfach nicht, was passiert ist wieder, aber ja. Bro, ich hab mir ja GTA 5 auch schon mal gewünscht. Also für die Switch. Ich hab da früher irgendwie vor 2 Jahren so Leaks angeschaut und hab mir halt einfach GTA 5 für die Switch gewünscht. Das ist immer eine Kämmer, vielleicht droppen sie sich halt in der Direct. Was wert ist? Es ist gleich 18 Uhr. Warte, jetzt haben wir noch mal Cola schon. Ja, Nintendo. Entweder mein Stream buggt gerade, oder? Ja, okay. Es ist 18 Uhr. Ich glaube, ich war noch nie so gehypt auf der Direct. Letztes Jahr habe ich auf das Treehouse reacted. Das ist eine dope Reaction, by the way. Also gerne anschauen, wenn die jemand von hinten nicht gesehen hat. Ah, jetzt. Ja, genau, wo ich Vollbild wieder zu mache. Perfekt. Please know, due to COVID-19 release dates and all the information presented in this video, subjects to change, blablabla. Nintendo Direct! Let's go! E3 2021. We'll be able to find a game that suits your personal tastes. Yeah. Odyssey. Super Mario Odyssey! We'll be focusing on a selection of games releasing this year. Okay. We hope you enjoy it. Okay. Okay, to begin, please take a look at this video. Okay. Ja, okay. Das wird wieder Smash sein. Smash. Cha. Smash. DLC Cha. Smash DLC Cha, ich call's jetzt.
Smash DLC. Was? Nein, was für Lag jetzt. Bro. Ja, so catch it is. Ich fix nur kurz mein Keyleid irgendwie. Don't do this. Smash, perfekt, perfekt wieder. X Tekken, ich kenn sowieso nicht. Danke. Bell der Film von Smash, Bro. Das braucht man nur. Hello, I'm Masahiro Sakurai from Sora Limited and the director of the Super Smash Bros. Ultimate Game. Es ist ja gecallt worden. Es kommen wieder so 15 Minuten mit DLC Fighter und dann kommt irgendwas anderes. 15 Minuten jetzt mit dem Dude. Hype, mit den Mittenbanger. So lang wird es wahrscheinlich der 15 Minuten, nicht, aber 5 Minuten. Ey Gott, die Zange hat jetzt gerade die Moves von dem Dude. Ich warte immer noch auf einen dritten Fighter Pack. Drittes Fighter Pack. Auf das warte ich noch. This feels like Tekken. No, it's Super Smash Bros. Ultimate. Thank you, Mr. Sakurai. Bitte. Let's continue with our first batch of Nintendo Switch headlines. Ich hab gerade mal, er sagt Patch. Your choices matter in these emotional supernatural tales. Okay, Indie-Game. Indie-Game. Das wär dope. Aber ich möchte at least Infos zu BOTW 2 haben. Fortnite Lama für Smash. Life is Strange, oh mein Gott. Coming to Nintendo Switch. Den Sommer können wir sogar noch Fall Guys, da bin ich. Das wird heftig, da mache ich Let's Play, by the way. Fall Guys, das wird heftig. Life is Strange, True Colors. There's something for everyone on the Nintendo Switch system. Jetzt kommen wir da so Trailer mit verschiedenem Stuff. You, the Cosmos, overwhelm opponents with. Das sind so Games, wo ich mir einfach denke, what the fuck. Es muss, by the way, wieder so ein Disney-Game kommen, weil es irgendwie heißt Zum Zum oder so. Es muss ein nice Zum Zum kommen. Das ist meine Erwartung jetzt für die Direct. Sega Europe! The way you want it. Lots of creative tools are at your disposal to make the school yours and take your educational empire to the next. You're OP, WTF? Oh, this is rolls into its 20th anniversary this year. Was? Sonic oder was? Was ist? Hä? Bro! Ist nicht irgendwie Zelda Anniversary this year? POV, die droppen einfach so Anniversary, aber nichts zu Zelda, dope. Famous. 35 Campaign war your destiny. Bro, man kann da Europe song. Gehen Sie weg. What the fuck? Sei leise, okay, löscht dich. Ich sag Europe. Wenn's nicht passt, gehen Sie. Schmutz. What? It's a superstar collection of Mario Party boards and minigames. Live it up on 5 classic boards from the Nintendo 64 era, including Peach's Birthday Cake and Space Land. Each board is packed with zany events guaranteed. What? Was ist das jetzt? Ist das jetzt ein neuer, das ist ja kein neuer Mario Party Teil. Das ist gerade eine Collection of Minigames oder was? Face Top Minigames. All of which support but with 100 minigames from the Mario Party series catalog. Here's a little party favor. All game modes work with online. It's time to party in Mario Party Superstars. Es ist apparently a nice Mario Party. Das haben sie anscheinend viel Leute gewünscht oder sowas. Ich hoffe, es ist besser als das letzte. Currently, we're working hard on the latest game in the Metroid Prime series, Metroid Prime 4. We'd like to introduce another new entry in the Metroid franchise. Ja, okay, das interessiert mich nicht. Komm, Metroid-Fan. Ich habe noch nie Metroid gespielt, aber ich bin nicht interessiert. Oh shit, Metroid 5. Aber actually ist es ein nice Mario Party. Ich hab das heute vielleicht so 2-3 Mal gespielt und ich hab's irgendwie seit 2,5 Jahren oder shit. Ich kann jetzt also nicht sagen, ob es irgendwie schlecht oder gut ist, aber so viele Leute haben sich anscheinend beschwert, dass es schlecht ist. Ich hab jetzt einen mitgekriegt. Ich hoffe, das neue wird dann irgendwie besser oder sowas. Dass halt die Erwartungen von den anderen Leuten gerecht wird. Metroid Dread oder Dread? Es ist nebenbei Type of Game so. Weil 18.14 Uhr. 24 Minuten noch. Oh, 26 Minuten. Guys, die Hälfte ist schon fast um. Oh, fucking. On that same day, Amiibo! Ich bin immer noch gerade Orster, by the way. Das ist sonst kein Amiibo, was ich hab. Twilight Princess Link. These familiar franchises are back on Nintendo Switch. Familiar franchises. Just Dance, let's go! Just Direct gerettet. Just Dance. Ey, Ubisoft Original! Let's go! Hit the
dance floor in Just Dance 2022. Launching on Nintendo Switch November 4th. November 4th! The arcade smash hit Cruisin' Blast is speeding onto Nintendo Switch. Okay, wir sollen jetzt Forza Horizon 5. Dragon Ball Z? Okay. Ich werde mal Just Dance wahrscheinlich schon holen, weil es einfach guter Content für Streams und Shit ist. Aber so, ich werde vielleicht ein bisschen warten, weil ich habe keine Lust, es irgendwie Vollpreis-Titel für 60 Euro zu kaufen. Warte, Level irgendwie ein bisschen, kauf dann für 30. Ich finde jetzt 60 Euro übertrieben, einfach zu viel für Just Dance. Jedes Jahr war nice Just Dance immer 60 Euro, das ist ja wie FIFA quasi. Oder wie andere Games, was jährlich auserkämen oder auch immer Server sind quasi. Für mehr 2019 habe ich zum Beispiel 30 Euro zahlt. Na, oder 40 sogar. Mario Golf. The Mario Golf Super Rush Game launches. Also, ich meine, das ist schon gelauncht. Okay, okay, es ist noch nicht gelauncht. Ich dachte, das wäre schon draußen. Nice so, cock. Nice cock. Nice cock. Nice. Birdie! Be the first to get your ball in the hole. No sexual. Es ist eins um eins, aber ja. Es ist halt nett, dass wir da mal ein Golf-Game können, I guess. From rookie to pro with your me character. Wait, da ist ein Super Mario Odyssey Wolken, dude. Chat. What? Three updates are planned for future release, including additional courses and playable characters. Imagine, wir haben jetzt Mario Golf kaufen wegen deiner SMO Stages. Sheesh! Okay, das ist dope. Das finde ich gut. For the ride of a lifetime, gather materials such as honey and ore, then use them to craft items for your journey. Bro, das ist ja quasi BOTW wieder. Okay, jetzt die Herbie Direct ist um. Es ist 20 nach, die Herbie Direct ist um. Es war bis jetzt schon nicht schlecht, aber wenn jetzt nichts kurz angekündigt wäre, shit, keine Ahnung. At least habe ich einen witzigen Stream gehabt, das ist auch schon was. Und at least ist der Direct überhaupt gewesen. Sehr viel wert. Just Dance ist actually der komplette Saver von der Direct. Von der ganzen E3 ist das quasi der Saver. True. Here's a new game from the head of a certain company. Did you miss me? Hey, what do you mean? Who am I? It's-a me, Wario. What? Check it out. You get to control me. What? Bro, wait. Ich hab nie Wario Land gespielt, aber ist das Wario Land? Ich kenne mir das schon aus. What the hell? Okay, ich bin jetzt so ein Miitopia-Fan. Ich bin eher der Tomodachi Life-Fan. WarioWare. Tomodachi Life würde ich mir vielleicht holen, wenn sie supporten würden. What you just saw was the trailer for WarioWare. Get it together. WarioWare. Bro, das war der Mittenbanger. Beziehungsweise jetzt, wenn er was redet, jetzt muss der Banger kommen. Next, please take a look at this. Please take a look at this. Okay, Bro, drop was, drop was. Er droppt was. Ja. BOTW 3, Digga. Oh, shish. Cyberpunk 2077 einfach. Leaked. Das fühle ich gerade. Cyberpunk sollte auf der Switch kommen. Imagine, das ist auf so ein Throne und auf einmal steppt so Link ins Bild einer. Shin Mega Man Tensei, okay. Into a sprawling, demon-infested wasteland. Though friendly demons Splatoon 3 League. Finding their weak point is weakness. Weakness, aber E3 2021 Weakness. Weakness Level ist quasi unmessbar. Dann Splatoon 3 interessiert mich jetzt nicht, was ist gut. Das ist eine Fortsetzung, das nice Splatoon Kim. Aber so, es ist halt ein Splatoon, du weißt halt, was du da musst. Solange der Story Mode gut ist, ist das Game. Ah gut, aber so, was soll man da, da kann man jetzt für Infos droppen, beziehungsweise es wäre aber quasi das gleiche wie immer. So, okay, du hast einen Bogen, du spawnst irgendwie bei normalen Fights jetzt in der Luft, du kannst einen Spawnpunkt irgendwie aussuchen, wo du hinfliegst, so, keine Ahnung. Das sind so kleine Änderungen, was man da easy irgendwie mit einem Update ins Splatoon 2 eine da kennen, eine da hätte kennen. Bro, ich weiß halt nicht, vor allem für die Trailer, was ich bis jetzt gesehen habe, es schaut halt exakt gleich aus, so ziemlich. That was the latest trailer for Shin Megami Tensei 5. From Atlas. This is the newest game, and please look forward to future updates. I will. Let's see a few more Nintendo Switch headlines. A few more. Oh shit, bro. Celebrate 10 years of Danganronpa in despair. What the fuck? 1, 2, this is a test of the school broadcast system. Oh, what the fuck? Guys, 14 Minuten. Danganronpa series are coming to Nintendo Switch. Bro, einfach japanische Among Us. Yo! Use
Sheesh! Japanische Among Us. Jetzt ist alles vorbei. Sus. This game is really sus. Lass mal raus, Bro. Meine zwei Bangers sind bis jetzt heute, also nicht von der Direct, aber insgesamt von der E3, Forza Horizon 5 und Just Dance 2020. Also und natürlich japanische Among Us, das habe ich nicht vergessen. We hope you're not afraid of ghosts. I'm a ghost. La 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 la. Ja, ich weiß. Es ist ja keine Neuheit. Ich hab's sogar schon retweetet auf Twitter. Irgendwer wo. Bro, was ist das schon wieder? Japanisches Game. Du bist aber so leicht bekleidete Frau und gehst irgendwie in den Wald um und schaust Geister. In dem Suicide Wald, was irgendwie in Japan ist, glaube ich, und in China. New costumes and photo modes are included. Wieso Costumes? Geben Sie mir Skins! These games and DLC are coming soon. Some even today. Du! Okay, Bro. Den DLC gibt's halt auch schon. Das schaut jetzt absolut crappy aus. Holy shit. Odyssey, Bro. Es wird kein Odyssey-DLC, wenn jetzt. Ne, es ist absolut zu spät für ein Odyssey-DLC. Oh shit, heißt schon. Okay, Skater-Game. Tony Hawk's Pro Skater 1 Plus 2 DLC. Oder es gibt auch gar keinen Endbanger wie irgendwie in one of the letzten Directs. After 4,000 years, Satechi, the Witch Queen, has risen from the dead. And only one what? Nintendo? Es ist E3? Was droppt hier? Ich hab gewusst, ich werde wieder umschreien, obwohl ich sage, ich hab keine Erwartungen. Ich hab auch keine Erwartungen, aber es macht mich mad. Ich weiß nicht, was ist mit den Publisher? Es ist E3, was droppt hier? Es WTF? Das kennen die auch schon. Geh doch weg. Niemand möchte ein neues Mario und Rabbids aussagen wie Bocky und Domtendo. Nein. Ich bin kein Mario und Rabbids Fan. Okay, und BlackyHT_TV. Ist in Ordnung. Ich hab nicht mal das erste Game durchgespielt, weil irgendwie dann irgendwann gestruggelt und es aber einfach nicht so Spaß gemacht. Game Footage not final. Okay, ich komme schon wieder. Ich hab mal, es kam halt was! Aber jetzt gibt auch wieder irgend so Dings. Was ist das? Captured. Anime. Bro. Aber es ist no game footage, ist dort gestanden. Was ist das? Einfach Wargame. Vietnamkrieg, the game, Nintendo Switch Port. Reboot Camp! Advanced Wars 1 Plus 2. Oh shit. How is everything? Was machen Sachen? Great so far. This next segment will be our last announcement of the day. What? Take a look. Nintendo! Nintendo, bitte, bitte! Oh mein... Yo, die droppen aber nur ein DLC für irgendwie Hyrule Warriors oder was? Bro. Die droppen nicht... Die droppen jetzt nur ein DLC für Hyrule Warriors. Jungs, es war eine gute Direct. Jetzt schauen wir uns noch 3 Stunden Gameplay an und dann. Ah, entspannter Dienstagabend. Man hat ja schon gewusst, dass ein DLC kommt. Das ist ja nichts Nice. Die trollen jetzt mit Sicherheit. Hello there. I'm Eiji Aonuma. Bro. What you've just seen is a trailer for the first wave of DLC for the High Koei Tecmo Games. Bitte drop the was, bitte. I have a few more things to share with you all today. We'll begin with The Legend of Zelda Skyward. Game, okay, das launches gut. Next month. Weg! Ja, warte schon, bitte. Einfach. Ist gut. Komm, du Arzt! What is the origin of the Master Sword? Jetzt droppt er nur ein Port und dann BOTW. Okay, it looks like a few more things. Next up. Here's a little something you might like. We've been working on this Game & Watch system as a special item to help mark the occasion and reflect fondly on the earliest days of The Legend of Zelda. It's a net bonus. It's a net bonus. The version of The Legend of Zelda Link's Awakening game. Oh, cool. All right, here's the last thing we have to show you. What? This is the sequel to The Legend of Zelda. 2 years have passed since we first announced this game. For today, we've prepared some new footage to show a bit more of the game. Yeah, endlich, Bro, endlich! Irgendwas. What? Okay. Holy shit. Okay, this is an... Thank you.
This is dope. This was one heck of a trailer. This was good. What? We're aiming for a 2022 release, so I hope you'll look forward to it. This is insane. That's all for this Nintendo Direct. It's okay. Thank you for watching. It's good. Hi everyone, I'm Doug Bowser from Nintendo of America. Doug Bowser. Ich möchte noch mit dem BOTW Trailer schon, by the way. Ich finde es insane, dass es jetzt aber schon 2022 droppt. Bro, es ist halt 2022 ist für mich jetzt übertrieben früh, die BOTW 2. Ich meine, es war at least oder so erst 2023. Aber so, shit. Bro, ich gehe nicht davon aus, dass irgendwie Anfang 2022 droppt. Ich gehe davon aus, dass irgendwie so Sommer 2022 oder Ende 2022 droppt. So, bro, what? Ja, hi. Bruder. Bro, das gibt auf jeden Fall einen Tag. Das hat eigentlich die ganze, so ziemlich die ganze Direct gerettet. Sonst nicht. Ich will jetzt nicht sagen, dass es die E3 gerettet hat. Aber es war at least, also für mich, auf einem soliden Level. Bitte jetzt siehst du irgendwie kein Fan von irgendeinem anderen irgendwie Franchise oder Shit, was irgendwie bei der E3 war. Abgesehen von irgendwie Forza oder Shit. Aber daher, keine Ahnung, es war halt, denke ich, in Ordnung. DK, also. Ich weiß, wer überhaupt noch irgendwann ein nice DK-Kämmer oder so? Da kommt einfach gar keins mehr. Ich hab keine Ahnung. Aber Gott, ich möchte euch da jetzt nicht nur länger irgendwie unnötigerweise aufhalten. Tschö. Meine japanischen Kollegas. Also, wann kommt die nächste Direct, by the way?